Hallo Leute, und wir sind live da bei P. Nein, wir sind live da bei einem Turnier mit Sam Alma auch dabei. Geil. Nee, okay, was ist jetzt hier alles? Das hier ist das Video, was ich mal angekündigt habe. Das Strategie StarCraft 2 Cup. Oder Strategie Zonen StarCraft 2 Cup. Wie auch immer. Ja, ich habe ja angekündigt aus der Strategiezone. Oh mein Gott, der Timer ist gesetzt. Oh mein Gott, wir spielen die Zellnagerhöhen 1 vs 1. Eine Best-of-3-Map. Also, wer zwei Punkte hat, oder zwei Siege hat, der hat dann gewonnen. Das Spiel hier ist sponsert bei Strategiezone. Die beiden User hier, der Dark Knight, aka Brombeer im Strategieforum, spielt die Protoss gegen Adriana, aka Adriana. Der spielt die Zerg. Protoss gegen Zerg, ein episches Duell. Ja, und jetzt fragt euch vielleicht so ein bisschen, was ist jetzt hier genau los? Warum mache ich das und so? Ja, also wie gesagt, es kommt aus der Strategiezone. Ich werde den Link schon da reinschicken in die Beschreibung. So, wir gucken uns natürlich mal an, was die beiden so machen. Erstmal hier den Zerg. Okay, wir können nicht genau sehen, was er baut mit seinen Larven. Sicher ist, er macht damit bestimmt etwas. Arbeiter baut er erstmal. Okay, der sammelt Mineralien. Der Brummbär sammelt hier auch Mineralien. Und mit dem Overlord tut er aufklären. So, warum mache ich das hier alles? Denkt euch vielleicht, denkt ihr bestimmt, was nützt mir das? Ne? Also, für die Leute, also es geht darum, ins gegenseitige Nützen, ja? Also, es heißt hier, die machen hier einen Wettkampf, einen Cup. Ein Turnier, teils aus Spaß, teils, glaube ich, haben sie auch vorgehabt, das zu machen, um so eine Art Preise da am Ende auszumachen für den Sieger des Turniers, irgend sowas in der Art. Und da schickt er schon eine Sonde als Aufklärungseinheit oder keine Ahnung, was er die losschickt, der Brummbär. Hier sind wertvolle Mineralien. Die bringen mehr Mineralien als die blauen. Was macht der Brummbär da? Also auf jeden Fall, wie gesagt, die machen jetzt hier den Cup. Und ist ein erstes Live, ja. Quasi. Jetzt bin ich aus dem Takt gekommen. Also wie gesagt, warum ich das für die aufnehme, für die als Werbung, damit ihr sagen könnt, ja, das ist sehr interessant, ich würde auch gerne bei den Cup mitmachen. Ich weiß nicht, ob man sich noch anmelden kann für den Cup. Aber selbst wenn nicht, ihr könnt euch ja für den nächsten Cup anmelden. Hallo, guten Abend. Moin, wir sind gerade da. Naja, ja, ich bin noch ein paar Labern. Zerg werden gerade gebaut. Zerglinge. Zerglinge. Hm? Der den Aufklärer. Alles klar. Viel Spaß noch. Ja, bitte. Wenn irgendwas ist, immer melden, ja? Ja, klar. Hallo Musculus, ich grüße dich. User left your channel. Gut, das war jetzt ein bisschen ungeplant, da macht er nichts. Ein Zergling Wash. Aber cremig abgewehrt, muss man zugeben. Mit den Sonden. Ja, die Zergs sind zu Beginn richtig fies. Und hier gibt es auch nur einen Übergang, nämlich den hier. Und das wäre eine gute Gelegenheit für einen Adriane gewesen, den Brummbär gleich zu Beginn kaputt zu machen. Okay, wer das vorhin war, weiß ich jetzt auch nicht. Könnte... Also ein Spieler war es nicht. Vielleicht ein Admin. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Jetzt bin ich aus dem Takt gekommen wegen dem. Oh, eine Königin. Oh Gott, was wollte ich gerade mal sagen? Ach ja, so, was bringt euch das? Also für die ist es Werbung quasi, wenn ich das für sie aufnehme und dann bei mir hochstelle. Damit ihr sagen könnt, ja, ich würde auch gerne fürs nächste Cup mitmachen, könnt ihr euch bei der Strategiezone dann da anmelden und dann da Bescheid sagen, dass ihr gerne mitmachen wollt. Voraussetzung, ihr müsst das Spiel haben. Und ihr sollt ein bisschen besser sein als ein Noob.
Also, wenn ihr gar nichts drauf habt, glaube ich, ist das nicht so dolle. Also, ihr solltet schon ein bisschen Skill haben. Ja? Weil dann macht das für euch auch ein bisschen mehr Spaß, weil allein durch das Zugucken von hier, das ist ja der nächste Vorteil, weil ich es hier hochstelle, könnt ihr nämlich gucken, was es hier an sich noch bringt. Ihr könnt hier ein paar Skills lernen. Ihr könnt zum Beispiel lernen, wie man mit dem Zerg schnell rushen kann oder sowas in der Art. Und könnt ihr neue Taktiken erlernen. Für mich selber ist es gerade sehr interessant, sowas anzugucken, weil ich habe eine Multiplayer-Partie mit noch nie gemacht. Insofern auch mit den vielen Arbeiten, die habe ich auch nie gemacht. Aber mit den Rushen, mit dem Zerg hier, das habe ich immer gemacht. Was macht er? Sammelt er die? Ja, da sammelt die. Für den nächsten großen Angriff, schätze ich mal. Auch wenn der Protoss sich jetzt hier ein bisschen schon eingebunkert hat, sammelt jetzt seine Infanterie langsam. Und die seine Pylo, seine Photonkanonen. Naja, der Brummbär. Also wie gesagt, links und so stelle ich noch alles aus. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich, weil ich bin jetzt ein paar Mal durcheinander gekommen. Zwei Königin. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man sowas macht. Die Königin bringen ja den Vorteil, dass, wenn sie, dass die mehrere Eier hier direkt rausbrüten können. Und sowas hier machen können, diese Krischetumor. Ich werde übrigens nichts zu den einzelnen Einheiten hier sagen. Nichts zu den Zerg, sowie auch zu den Protoss, weil es nicht in meinem Let's Play ist. Im Let's Play erkläre ich die einzelnen Einheiten und an sich alles, was hier passiert. Und hier in dieser Multiplayer-Partie tue ich eigentlich nur erwähnen. Mach mal Mikros an. Oh, sonst hätte ich keinen Bock gehabt, 6 Minuten nochmal neu zu verlabern. So, auf jeden Fall keine Rush. Kein Rushen. Halbwegs offen. Der baut jetzt schon die Raumportale. Also macht der Brummbär einen auf Luftwaffe. Ja, und mit Luftwaffe ist man gegen die Zerg sehr gut geeignet. Weil der Zerg hier, der Adrianer, der hat noch gar nichts gegen die Luftwaffe. Können die? Sind das, können die gegen Luft? Ziele Boden, nein. Können nur gegen Boden, genauso wie die Zerglinge. Alles nur für Boden. Tja. Fies. Na, wenn das hier funktioniert, was er Brummbär hier vorhat mit seinen Phönixen. Dann könnte es gleich aus sein. Aber wer weiß, was Adriana ja gleich noch alles baut. Und dann baut er hier mehr Arbeiter. Wie viele Brutstätten er einfach nur baut. Immer mehr Zergarbeiter, ne? Ja, ja. Also wie gesagt, ich hoffe mal, es war verständlich, was ich hier gesagt habe. Und bin hoffentlich auch nicht zu... Ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade im TS3-Channel von dem bin. Das müsste ich eigentlich auch nicht tun, aber ist ja egal. Wie gesagt, ich hoffe, es war verständlich und ihr wisst, warum ich das jetzt hier mache. Für euch und für meine Kollegen hier. Ja, und wie gesagt, ne, also ich werde den Link zum Forum und auch zum Channel noch, was ist zum Channel, zum Thread direkt noch mit dazu senden, damit ihr genau wisst, wo immer gequatscht wird. Und dann wisst ihr ganz genau, wo ihr die ganzen Kollegen hier findet, falls ihr Interesse habt, irgendwann mitzumachen. So, der Brummbär hat jetzt hier schon eine kleine Berserker-Gruppe. Trotzdem mit dem Pylon ein bisschen weiter nach vorne. Ich finde seine Verteidigung vielleicht ein bisschen zu schwach, aber naja, ich weiß nicht mehr genau, was er vorhat. Wo ist denn seine Luftwaffe? Der hatte gerade eine Menge gehabt. Okay, das ist ein Phönix. Ach, der sammelt die. Aber schon entdeckt von Adriana. Der hat den Zergaufklärer losgeschickt. Der weiß jetzt, dass er was der Brummbär vorhat. Deswegen, die Zerglinge sind nicht nur effektiv zum schnellen Angreifen, sondern, wie ihr auch seht, zum Aufklären, weil die sehr schnell sein können. Vor allem, wenn ihr sie upgradet. So, mal sehen, was das Brummbär mit diesen Einheiten macht. Eigentlich hat Adriana nichts dagegen. Hat doch etwas gebaut. Sporenkrabbler. Na, und der Brummbär greift natürlich das an, was gefährlich ist. Die Overlords, die die Zerg ihre Einheitenkapazität darstellen.
Hölle, die Schabe kann sich da dran heften? Das wusste ich auch noch nicht. Kann der echt nur gegen Lufteinheiten anschießen? Ist ja lustig. Zeigling hat er eingraben lassen. Hat jetzt aber Luftabwehr. Ne, das war nix. Aber wir sind jetzt die Berserker vom Brummbär. Kombiniert könnte das etwas Interessantes werden. Oh ne, ich glaube, es wird nix. Ja, das war nett. Greift jetzt hier die gesamten Arbeiter an. Ja, wollte schon sagen, besser wäre es, den hier Platz zu machen, damit sie nichts mehr gegen die Lufteinheiten machen können. Aber es sieht eigentlich, ja, das hat Adriana eigentlich ganz gut gekontert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt alles, was ich jetzt hier sage, in das Video mit rein tue, weil, wie gesagt, die machen ja direkt drei Partien. Oder ob ich schon die besten Szenen mit rein tun soll, in so einem halben Stunden oder meinetwegen auch 40 Minuten Video. Oder ich glaube, ich mache es ein bisschen so. Diese allererste Partie, die tue ich komplett aufnehmen. Weil hier wird auch eine Menge gesagt und so. Hiermit könnt ihr auch schon einige Taktiken abgucken. Und die nächsten Partien, also die zweite, beziehungsweise vielleicht gibt es auch eine dritte, tue ich dann nur die besten Szenen. Also den Aufbau hier erspare ich euch und ich schalte mich immer wieder so ein, wenn gerade was Interessantes los ist. Ich glaube, das wäre am besten für euch, dann habt ihr nicht so viel Langeweile, damit ihr sagen könnt, jetzt haben die gerade hier keine Einheiten mehr, jetzt brauchen sie so lange zu bauen. Und ja, und mir erspart das gleichzeitig auch wegen dem niedrigeren Megabyte, dass ich es schneller hochladen kann. So, die ganzen Overlords auf eine Ecke gesammelt. Schön, schön. Der Zerg ist, glaube ich, als nächstes wieder dran. Mal sehen. Was für ein Game. Zeigt ein, wie viel... Was? Multitasking ohne Ende. Ja, das muss man schon haben. Man muss schon genau wissen, was man tut. Oh, der Zerg jetzt hier mit einer richtigen Armee. Aus Schaben und aus Hydralisken, also Fernkämpfer. Aber Brummbär hat seine Verteidigung durchaus gestärkt mit seinen Photonenkanonen. Hat dafür keine Landarmee mehr. Seine Phönix hat er zwar noch. Aber, naja, wir werden mal sehen. Ah, da baut die gerade die Photonenkanonen. Ungünstiger Zeitpunkt zur Verteidigung. Aber an sich, wenn Adriana schlau ist, muss er den Pylon hier vernichten. Dann ist Ende. Naja, er ist so schnell, das klappt auch so. Ne, ich glaube, das... Wohl, hier sind noch ein paar Protektoren und ein paar Ketzer. Das sieht nicht so gut aus für ein Brummbär. Oh, jetzt kommen dann hier die ganzen Zerglinge, die habe ich auch nicht mehr gesehen. Als Kanonenfutter erstmal rein. Ich glaube, da hat Brummbär verloren. Zumindest so die erste Runde. Oder hält er sich noch? Na, hält er sich noch? Ich glaube nicht. Ne. Da hat der Kollege Brummbär die erste Runde wohl verloren. Verteidigung ist weg. Jetzt werden die Produktionsgebäude angreifen. Die Phönixe kommen auch nochmal schnell her. Aber die werden auch nichts mehr rumreißen. Weil sie selber implodieren. Jo, das war's. Erste Runde geht an Adriana. So, und ich weiß nicht ganz genau, wie wir es jetzt hier machen. Guck ich mir mal die Punkteübersicht mal an. Also 1-0 für Adriana. Wenn jetzt das nächste Spiel auch hier gewinnt, dann ist schon vorbei. Punkteübersicht mal angucken. Na gut, Replay brauchen wir nicht zu speichern, ich nehme ja direkt auf. So, und ich meine, die müssten mich dann gleich wieder mal einladen, ne? Ja, mal sehen. Auf jeden Fall sehr interessantes erste Spiel, muss man schon sagen. Also die Taktiken, die sind ganz interessant mit den Zerg sofort rushen, das hat nicht funktioniert. Fehler
kann man soweit keinen sehen eigentlich von den beiden. Also ich würde nicht sagen, Brombeer hat irgendwo einen Fehler gemacht. Oder Adrian hat eigentlich auch keinen Fehler gemacht. Nee, das war fehlerlos an sich. Da konnte Brombeer am Ende gar nichts mehr für, weil die Zerkin am Ende überrannt haben. Ja, Leute, und das war jetzt die erste Partie und ich melde mich gleich nochmal. Und ich glaube, da melde ich mich nur noch, wenn was passiert, ne? Dann bis gleich. Tschüss.